Servus Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich mache hier, ich habe hier ein neues Video, Roblox Kirmes. Übrigens, beachtet, Warning. Es kann sein, dass dieses Video laggen tut, ne? Internet nicht mehr so stark, hier und Laptop auch nicht mehr so gute Leistung. Also, es kann sein, dass es laggen tut. Es tut mir leid. Wenn es laggen tut, es tut mir leid. So, wir laufen jetzt hier über meinen neuen Platz. Ich werde den Link unten reinpacken. Also ihr seht hier, hier sind schon mal einige Sachen. Das ist natürlich nicht der ganze Platz. Das ladet doch alles nach einer Weile. Ich kann halt nicht im die Grafik erweitern, sonst kann es sein, dass mir der Laptop abstürzt. Das wollen wir nicht. Ne? PC 2.0 wäre nicht so gut. Ich habe eine Message oben. Your friend Husrides has joined the experience. Ah, Husrides. Ehrenmann. Ehrenmann. Ich meine das wirklich. Also, wir sehen hier auf dem Platz einen Magic, einen fiktiven Magic Comet, also eigenes Design. Ich habe ihn Phantasia genannt. Warum, weiß ich nicht. Obwohl, doch wahrscheinlich das englische Wort von Fantasie. Ne? Englische Wort von Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Lol. Okay, wir sind wieder zurück im Spiel. Ja, es gab einen Shutdown vom im Server. Nicht von mir. Ich habe es nicht geshutdownt. Also, wir waren hier stehen geblieben beim Magic. Ein richtiger, schöner Huss-Magic. Okay, Was heißt schön? Schön ist er nicht. Ich meine der dort. The Magic. Magic ist ein schönes Fahrgeschäft. Ich meine jetzt aber der dort, der ist nicht so schön. Nee. Nee. Ich habe in meinem Inventar zwei Magics. Einmal den, einmal nämlich den Phantasia, nicht drei. Einmal den Phantasia, einmal den Entertainer und dann nochmal den, wer ist der? Der Megamix. Der Megamix. Das ist dann das Originalmodell. Die Modelle, also das, der Magic, das Grundmodell ist nicht von mir. Ich habe ihn nur zu dem umgebaut. Ist wichtig zu sagen. Ne? So, dann hier der Breakdance. Der Breakdance, das Grundmodell ist auch nicht von mir. Ne? Das Grundmodell ist vom selben Typ wie dem sein Magic. Nur den Breakdance habe ich so stark umgebaut, dass man sagen kann, das ist meiner. Ich habe die Schrift hinzugefügt. Ich habe das Ganze umgefärbt, die Rückwand hingemacht. Und. Die Beleuchtung habe ich hinzugefügt. Leute, die Beleuchtung müsst ihr euch gönnen. Die Beleuchtung müsst ihr euch auf jeden Fall gönnen. Das ist so der Hammer. Weil. Ich kann mich noch dran erinnern, ich saß stundenlang dran. Ich saß stundenlang dran, um das zu machen. Ich habe vergessen, was alles dazu gehört. Lol. Und ja, wie gesagt, es laggt. Das kann doch nicht alles da gewesen sein. Jetzt leuchtet die Schrift nicht mehr?
Okay, was habe ich jetzt falsch gemacht? Jetzt. Gut beleuchtet. Ich habe Stunden dran gesessen, damit das alles so leuchtet. Obwohl ich persönlich sagen muss, dass ich noch nicht fertig bin. Man sieht es oben an der Sch Also doch. Also die Schrift ist fertig. Nee, also. Ich dachte gerade, das R würde nicht leuchten. Ich bin aber trotzdem nicht fertig. Muss ich trotzdem sagen. Das hintere Schild, wo steht das Original, leuchtet nicht. Und vorne muss ich auch noch ändern. Da braucht es, ja. Das ist übrigens der Breakdance von Drea Vespermann. Ja. Das ist der Breakdance von Drea Vespermann. Muss ich noch einiges umbauen. Allein vorne. Persönlich kenne ich den Breakdance von Drea Vespermann nicht. Also ich habe ihn schon gesehen auf Bildern. Ich meine aber persönlich. Persönlich kenne ich nur den von Becker. Habe ich ja neulich auf TikTok ein Off-Right Video gemacht. Ich mache keine On-Rides. Nee, hätte zu sehr Angst, dass wenn, dass mein Handy wegfliegt. Nee, ich mache Off-Rides, also mein Off-Ride zum Breakdance. Okay, dann hier auf dem Platz steht noch ein Frisbee. Ein Kettenkarussell. Büchsen fliegen. Dann ein Booster Max. Ja, ich mache hier euch erstmal auch nur die Vorstellung. Also ein Booster Max, den ich noch umbauen möchte. Ich habe gerade. Okay. Also ein Booster Max, den ich noch umbauen möchte. Voodoo Jumper. Ja, jetzt leckt's aber richtig. Ein selbstgebautes Kettenkarussell. Dann das Ding. Das heißt Adventure Island. Ich weiß aber nicht, wem das gehört. Ich meine, in Real Life, ob das es überhaupt in Real Life gibt. Ich habe keine Ahnung. Obwohl wahrscheinlich schon. So, dann der Hip-Hop-Fly. Den habe ich schon in echt gesehen. Und der sieht eigentlich nicht so weiß aus. Ich habe nur vergessen, den weiter umzubauen. Was man nicht immer alles so vergisst. So, und hier gibt es nur noch Stände. Ja. Also in der Richtung. Das Bewegen ist hier auch für mich sehr schwierig, weil ich muss mit den Pfeiltasten laufen. Also zumindest geradeaus muss ich die Pfeiltasten nehmen, weil meine W, also normalerweise kann man ja hier auch laufen mit WASD, aber meine W-Taste ist zerstört. Die geht nicht mehr. Die geht gar nicht mehr. Schade. Die hat komplett den Geist aufgegeben. So, da stehen wir hier vor dem Commander, der noch nicht fertig ausbeleuchtet ist.
Ich denke, Commander kennen auch viele. Denke ich mal. Also zumindest die, die sich mit der Kirmes auskennen, kennen bestimmt den Commander. So. Hier steht dann noch der Avenger Royal, der mittlerweile aber einen neuen Betreiber hat, also in echt. Der reiste ja zuallererst unter Holzem, dann, also da hieß er Avenger. Danach wurde er umbenannt zu Avenger Royal und reist halt unter Zeneca. Und jetzt reist er unter jemanden, der heißt Kirschbaum. Dann hier die neue, ne Figur. Sieht ganz anders aus als meine. Es hat auch einen ganz einfachen Grund. Weil ich langsam, aber sicher halt für mich persönlich die Systeme in Roblox umstellen möchte. Früher habe ich immer so gebaut, in den Maßstab der Figur, mit der ich laufe. Mittlerweile baue ich eher mit der anderen Figur, weil ich finde die realistischer. Nur leider wird die in Roblox nicht so oft benutzt. Okay, da muss man auch ganz ehrlich sein, es ist meiner Meinung nach auch noch nicht so gut supported. Allein mit Skins und so weiter. Du kannst halt nicht den perfekten Skin machen. So, und zu guter Letzt das Riesenrad. Das ist ein selbst, also es ist zum einen selbstgebautes, hab ich selber gebaut. Ich habe eigentlich alle meine Riesenräder fast selber gebaut. Das hier sieht ein bisschen ähnlich aus wie das Europarad von Hahnstein. Hahnstein ist der Typ, der da hinten auch das Commander gehört. So, und dieses Riesenrad hier ist es komplett rot und trägt den Namen Rubin. Leider kann man gerade die Beleuchtung nicht sehen. Es ist halt dafür doch noch ein bisschen zu hell dafür. Weil das Rad hat Beleuchtung. Ja, okay, man sieht es teilweise. Man sieht hier warte, man sieht hier das am Rad bisschen die Beleuchtung und in dieser Ansicht hier, dank der Kappe meines Avatars sieht man jetzt hier auch die Beleuchtung hier. Ne? Seht ihr hier das Bewegen? Das ist die Beleuchtung vom Rad. Also das leuchtet auch in Rot. Eine Testfahrt werde ich allerdings jetzt nicht machen. Das geht zu viel Leistung. So, nun sind wir wieder am Ausgang. Okay, ich hab das hier Ding vergessen. Das heißt Aviator. So, wie gesagt, jetzt sind wir wieder am Ausgang. Zurzeit ist es der Haupteingang. Zurzeit. Später aber mache ich hinten noch einen weiteren Eingang. Und auf jeden Fall ist das hier der Platz. Und ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Dann würde ich jetzt sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann lasst ein Like da. Und wenn euch meine anderen Videos gefallen, dann abonniert diesen Kanal. Drückt auf die Glocke, um kein neues Video zu verpassen und nicht inaktiv zu werden, denn inaktive Abonnenten schaden diesem Kanal leider ziemlich. Was auch dazu zum Beispiel führt, dass ich immer wieder auch Formate entfernen muss, wie zum Beispiel neuerdings meine Talk-Streams oder sonst irgendwas. Und das ist halt schade. Es ist halt schade, weil
in diesen Videos würde eigentlich so viel Potenzial drin stecken, aber ja. Trotzdem hoffe ich, dass dieses Video euch gefallen hat. Und wenn ja, kann ich auch noch in Zukunft weitere Roblox-Kirmes-Videos machen? Aber dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute.